Hey Leute, hey Wargame-Fans und willkommen wieder zurück bei der Wargame Airland Battle Beta. Ich zeige euch diesmal, da wird immer nach rechts geschrieben, ach, das ist, na gut, ich lasse ihn einfach mal. Hier gibt es eben, wie eigentlich noch gar nicht gesagt, hier gibt es den Chatroom und hier kann man auch selbst chatten. Das mache ich jetzt allerdings gerade nicht, da gibt es Unterhaltungen, sage ich euch. Ab und zu war ganz interessant zu lesen, aber naja, wie gesagt, eher interessant und lustig, weil ich weiß nicht, da sind auch manchmal ein paar streitige Themen drin. Ich create einfach mal was. Ich gehe natürlich bei der NATO und nenne es LS Deck 1 und mache erstmal noch einen Bonus Select, beziehungsweise genau. Hier kann man National Deck machen, das heißt, man kann auswählen, was für eine Nation man haben will. Ich zeige einfach nur mal zur Veranschaulichung gerade mal. Also RFA bedeutet, ich weiß gar nicht, was das heißen soll. Jedenfalls ist das Deutschland. Also RFA. Ich kenne es gerade mal so auf USA, auf die United States. Und hier sieht man Prototype Units Unlocked plus 2 Activation Points. You are restrained to selected nationality. Das heißt, man ist an diese US-Einheiten gebunden und hat 2 Activation Points zusätzlich. Activation Points, da gehe ich später nochmal drauf ein. Type, hier kann man die Art der Streitkraft des Decks kann man auswählen, also airlifted. Das heißt, Luftlandeeinheiten, da gibt es hier Armored, also ein bisschen gepanzerte, ein bisschen schwere, Airsold, also Luftunterstützung, Marine, also zum Beispiel jetzt bei den USA, das Marine Corps, also eher so Marinekräfte, das heißt, ja, ein bisschen mehr ausgelegt wahrscheinlich auf Flugzeuge und Helikopter und auf leichte Truppen, aber und vielleicht noch leichte Panzer. Mechanized bedeutet auch eher, glaube ich, mehr Fahrzeuge oder so und Fallschirmjäger. Ich gehe einfach mal drauf, dann könnt ihr euch das durchlesen, was es hierfür gibt. Einfach auf Pause drücken. Ah, das war's nicht. Armored ist das hier. Genau das für Tanks. Airsold für Helikopter. Marine für Infantry und für Planes auch. Wie schon gesagt. Mechanized, Vehicle und Support, genau. Natürlich mechanisiert, natürlich auch für Support. Und Cost -1 Activation Points und okay. Ich mache jetzt allerdings gerade All, obwohl ich glaube ich mache. Ich glaube ich mache Airsold. Okay, der Runde leitet Support. Ich mache glaube ich noch gar nichts, dann kann ich am besten. Obwohl. Ach, weißt du was, ich mache mal Armored. Ära. Da gibt es entweder Kategorie C, man sieht schon plus 80%, das ist schon ziemlich viel. Das heißt aber nur, dass man an Einheiten gebunden ist, an Fahrzeuge, an Infanterie, die von 1975 gab. Bevor 1980 gibt es nur 40%. Und ich zeige euch einfach mal das hier, einfach nur zur Veranschaulichung und dann gehe ich auf Create. So, das ist jetzt ausgewählt, beziehungsweise ist jetzt da. Das heißt, 3 Boni ist schon da. Und die gehen einfach mal drauf. Dann will ich einfach mal Logistik auswählen. Dann mache ich ganz einfach mal wieder hier eine. Na, das geht so nicht. Okay, dann muss ich. Genau. Ah, genau. Also, man kann auch hier nur ein FOB, also so ein Lager. Kann man auswählen, das geht. Okay, das geht. Wow, okay, cool. Das geht so definitiv. Das kostet auch 1 Punkt. Das ist ganz gut. Diese Punkt-Activation Points ist wichtig. Und je mehr man hier hinten rauskommt, desto teurer werden die. Das heißt, wenn man hier was, wenn man besonders viel, dann wird es besonders teuer. Ich werde jedenfalls noch hier 2 hinzufügen. Mehr geht der scheinbar auch nicht. Und dann möchte ich allerdings hier nochmal 1. Okay, machen wir jetzt auf 1. Doch, ist besser. So. Ah, was mache ich denn? Hier gibt es 1, 1 und hier gibt es jeweils 7. Das heißt, ich kann das einfach rausnehmen. Das habe ich auch noch gar nicht festgestellt. Also diese grüne Zahl in diesem blauen Kästchen bedeutet immer, wie viel in diesem Paket enthalten sind. Okay. Ich weiß nicht, ich glaube, da gucke ich später nochmal rein. Dann kann ich jetzt die Infanterie auswählen. Dann nehme ich einfach mal... Pioniere finde ich nicht so gut. Engineers sind Pioniere, glaube ich. Red Eye, nee. Ach, stimmt ja, die gibt es ja noch gar nicht. Dann nehme ich hier die... Genau, die M113 und die Hueys. Und dann nehme ich nochmal von M113 hier welche mit. Mehr kann ich gar nicht mitnehmen, das ist dann beschränkt. Jetzt kann ich hier diese Support auswählen, sorry. Das ist dann hier Luftabwehr und Artillerie, das kennt ihr ja schon. Und dann gibt es hier auch neu die Hawk, die werde ich auch einsetzen mal. Allerdings zuerst ein bisschen die Artillerie, dann nehme ich hier 5, das reicht aus eigentlich. Dann 21, das reicht auf jeden Fall auch aus. Und dann nochmal, genau, das muss reichen. Dann gucke ich hier nach den Tanks, hier gibt es auch verschiedene Panzer, dann nehme ich mal einfach hier den... Ja komm, nehme ich die Rice Pattern mit. 28, das reicht auch erstmal aus. MPT 70 ist nicht schlecht. Von denen halte ich eigentlich auch nichts, ich nehme einfach mal was mit. So. Da gibt es hier definitiv noch etwas. Damit habe ich... Ja, ich glaube, ich nehme auch mal ein paar mit. Da müsste es eigentlich auch so reichen. Und nochmal... Das geht nicht, dann nehme ich die hier nochmal mit. Genau. Ich will genug Panzer haben. Ich habe auch schon mal Einzelspieler gegen KI gespielt und ich muss sagen, packt immer genug Panzer rein. Das geht überhaupt nicht. Wenn ihr dann einfach zu wenig habt, dann könnt ihr einfach keine Offensive mehr starten. So, hier gibt es auch wieder Recon, das heißt Aufklärung. Dann nehme ich dann einfach hier wieder die Kiowa, die finde ich sehr gut. Rangers mit dem Huey. Finde ich auch noch gut, die kann man dann irgendwann absetzen, irgendwo hinten an der hinter der Front absetzen. Und dann nochmal die hier, die sind sehr günstig. Ein paar Points habe ich noch. Hier möchte ich eigentlich gar nichts so mitnehmen. Okay, das ist, die haben Vulkan, also auch gegen die Luft einsetzbar. Jetzt nehme ich mal Hubschrauber mit. Nehme ich die hier nochmal mit und ja, einfach mal von denen hier. So. Und jetzt gehen wir zu den Flugzeugen. Da mache ich auch einfach mal eine Auswahl rein. Da nehme ich die hier, die hier. Und es gibt natürlich auch verschiedene Flugzeugtypen, die man einsetzen kann. Man sieht hier schon verschiedene Bewaffnungen und ja. Man kann auch immer auf die, auf die verschiedenen Details achten, die auch sehr interessant sind. Da ist zum Beispiel eine gute Mischung aus allem. Hier gibt es nämlich Raketen gegen Bodenziele, gegen Luftziele und deshalb würde ich die auch gerne einsetzen. Ansonsten die hier sind nämlich nicht ganz so toll. Das sind dann Eloka-Flugzeuge. Naja. Also die stören dann zum Beispiel Radarsignale. Genauso wie die Raven. Aber das könnt ihr ja selbst noch feststellen dann. Ach, ich habe noch ein paar Punkte. Da kann ich noch ein bisschen was einsetzen. Na komm, nochmal Wildweasel und nochmal hier Skyhawk. Gut. Helikopter nehme ich auch noch ein paar mit und vielleicht nochmal Tanks. Nee, ich bin schon fertig, okay. Dann gehe ich einfach mal back. Und quiet. Und dann bin ich auch schon fertig. Da habe ich hier ein Deck abgeschlossen. Und dann kommt noch hier die Armory rein, das zeige ich euch auch nochmal kurz schnell. Also... Jedes Land hat halt seine eigenen spezifischen, historisch auch belegten Kräfte und Einheiten und Die kann man sich dann je nach Bedarf, je nach Belieben auswählen. Mit den FOBs ist halt so, es gibt halt nur eins. Das war im Vorgänger auch so. Und ja, manche Länder benutzen Einheiten von anderen Ländern, was ja eigentlich auch klar ist. Aber hier ist eben alles so, dass man zum Beispiel neben All Units auch, also mit allen von einer Seite auch länderspezifisch das nehmen kann, was ich auch ganz interessant finde, auch wegen den Boni. Ja, dann war es jetzt eigentlich auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zusehen, stay tuned und guckt doch einfach später mal wieder rein und dann gibt es vielleicht das ein oder andere Gameplay, Let's Show oder Let's Play Video über dieses Spiel, wo ihr dann auch sehen könnt, wie das dann so ist auf dem Schlachtfeld. Gut, vielen Dank fürs Zusehen, noch einen schönen Tag und bis dann.